Und zurück in State of Decay. Hier zerfällt auch schon alles, habe ich das Gefühl. Aber mittlerweile kann man sich das mal angucken. Hier diese schönen roten Kreise, das sind unsere Außenposten. Die haben wir schon ein bisschen aufgefrickelt. Was ist das hier eigentlich? Läufer in Schwierigkeiten gehen, helfen, bevor es zu spät ist. Ah, großartig. Das ist ganz am Arsch der Welt. Ups, so wollte ich die Tür eigentlich nicht aufmachen. Nein! Jetzt wollte ich die Tür aufmachen. Unglaublich. Also, Karre habe ich draußen. Wenn ich mich beeile, schaffe ich es noch. Weil wäre doof, den Leuten zu verlieren. Den brauchen wir nämlich dann für Vorräte. All civilians currently squatting in this godforsaken valley. Ja. This is the army. And since you apparently can't figure it out for yourself, we are better armed, armored and equipped than a bunch of drunk hillbillies with hunting rifles. So don't go thinking you can force us to take you away from all of this, because we will shoot you. Oh, come on. That is all. Das ist aber eine nette Armee. Das ist nicht mehr die Armee, das sind einfach nur ein paar Idioten, die zu viel Waffen haben. Fällt mir gerade auf, dass das Auto brennt. Das bedeutet so viel wie aussteigen und vor allem rennen. Rennen, 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 rein da. Miraculously spawned car. Sehr schön. Gut, wenigstens ist das Fahrverhalten nicht ganz so dreckig wie das andere. Wie gesagt, mit der Maus in der Tastatur fährt es irgendwie besser, oder? Moment. Naja, also wie gesagt, besser ist jetzt ein relativer Begriff, aber es geht. Zumindest das. Gleich. Ich muss mal wieder runter. So. Warum hält er sich schon wieder fest? Keine Beifahrer. Ui, upsa. Ohne Horde. Nein, ein Baum. Die Kameraführung ist echt für den Arsch mit der Maus. Ich sag ja, Portierungen, Hauptsache Early Access und dann so eine Scheiße. Oh, das könnte eventuell... das raucht schon wieder. Jetzt weiß ich, warum ich... Ja, leck mich doch fett. Das war im Übrigen nicht so gut. Mit Shift rennen, das ist also auch schon mal ganz gut. Eigentlich steht noch ein Auto, aber es liegt halt auf dem Rücken. Hüpf. Ja, das Abholen wird ein bisschen schwieriger, mein Freund. Ich habe gerade mal wieder ein Auto versenkt. Hüpf. Und das ist wahrscheinlich Crouch, ja, ja, genau. Gut, wir gucken jetzt mal, dass wir einigermaßen ruhig um die Ecke kommen. Ja, ich glaube, das Auto, aber es ist cool, es lockt auf jeden Fall Zombies an. Und vor allem von mir weg. Mission Läufer in Schwierigkeiten. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Jetzt muss ich trotzdem mal ganz kurz gucken. Nee, muss ich nicht. Dauert's lang. Außerdem wollt ihr ja wahrscheinlich auch sehen, wie es weitergeht. Und ich habe leider kein Auto in der Nähe. Okay, das ist ein Busch, wo ich nicht einfach so rein kann. Es sind so ein oder zwei Zombies da unten. Könnte jetzt mal ganz kurz, Sekunde, weil ich nicht weiß, wie es Evita sonst so aufgeht. Scheiße. Achso, warte mal, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Warte mal. Kann man so machen. Ja, jetzt habe ich ungefähr die ganze Machbarschaft angelockt und ich habe keine Ahnung, wie ich die Böller loskriege. Ah, jetzt weiß es. We should go. I'm almost done. I'll only be a minute. Bring this fucking stone. That wasn't the last one. Nee, war's noch nicht. Fein. Hab ich fast keinen Mana mehr, keine Energie mehr. Mana, weil es blau war. Schaufel ihm eine. So, kann ich mich jetzt mal ganz kurz ein bisschen ausruhen? Los. I need a breather. Ich werde mal lieber ein bisschen bewachen. Bevor der gleich nochmal gefressen wird da hinten. Das ist also wirklich so, wenn man irgendwelche Läufer bestellt, um was zu looten, sollte man die Gegend dann doch schon ein bisschen mehr aufräumen, als ich das jetzt getan habe. Das war jetzt dann nicht so schlau von mir, das gebe ich freiwillig zu. There's some trouble we might want to look into. Gucke ich jetzt aber nochmal hier kurz. Jemand braucht eine Ansprache. Aggressionsmanagement, sehr schön. I'm in position. I'll check to see what's here. Der hat eine Gabel im Gesicht. Das machen wir mal kurz zu, weil es ist echt nicht schön hier. Läufer eingetroffen, beginnt die Suche. Das ist doch super. Das hier ist im Übrigen auch irgendwie mal ein Hospital gewesen. Wir machen mal die Hintertüren zu. Something just came in over the radio. You'll find it on your map.
Alles klar. Gebiet mit Materialien gefunden, das ist super. Das ist auch ein Pömpel. Auch noch ein Bett, das wird natürlich auch ein super Außenposten hier wieder. Allerdings, mache ich erstmal hier ein bisschen zu. So. Überhaupt die ganze Stelle hier hinten ist recht nett. Bisschen offen, bisschen weitläufig, gebe es ja zu, aber ansonsten eigentlich ganz schnuckelig. Im Übrigen, können wir schon alles zumachen, dann machen wir es richtig zu. Hier waren wir schon drin, genau. War ich hier schon drin? Ja, gerade zugenagelt. Und hier ist eigentlich auch soweit alles in Ordnung. Und eigentlich müsste es ja schon jetzt als geklärt aussehen. Das ist ein ganz schön volles Haus im Übrigen, mit ganz schön viel Zeug. Ja, da kann man direkt nochmal einen Läufer rufen. I found some supplies. Das Summer Supplies ist untertrieben. Massig. Es ist massig da. Vor allem das Coole ist, dass die Plünderer hier so schnell in der Nähe sind. Also müsste es eigentlich relativ schnell gehen. So, das nehmen wir direkt mal mit. Was haben wir hier noch gehabt? Weil wir hatten hier mehr als nur ein bisschen Kleinkram. Uff. Really? Also hier würde ich... Maybe later. Du musst den Ort vorstellen, durchsuchen, ehe du in Außenpost... ja, okay. Es stimmt ja. Ich muss immer erstmal gucken. Ich kann auf jeden Fall richtig viele Außenposten basteln. Ob und inwieweit das Sinn macht, naja, ist die andere Frage. Aber dass es ja auch Fallen gibt, ist eigentlich schon ganz cool. Wir haben noch zwei Ressourcen, die wir durchsuchen können. Hier gibt es bestimmt Alkohol. Es gab Alkohol. Wurde wahrscheinlich alles weggesoffen in der Zeit, wo ich gesucht habe. Immer diese Alkoholiker überall. Moment, das ist... ich glaube, da... Ups. Hoppala. Der Tür war schon wieder zu hier. Ach, hier war ich noch nicht drin. Alles klar. Gut, gut, gut. Alles durchgesucht. Hier gibt es auf jeden Fall Nahrungsmittel. Schon wieder Nahrungsmittel im Übrigen. Ich meine, man kann nicht so viele Nahrungsmittel haben, aber hey, ne? Müssen wir mal gucken. Kann ich nochmal nach Hause funken? Nee, aber ich kann Außenposten errichten. Kostet mich 50 Dingsbums. Looks like a good spot for an outpost. We can't manage another outpost. Ja, das war die Frage. Aber das Gute ist, das hier ist schon Outpost und der ist mit drin. Dementsprechend ist das schon ganz cool. So, das heißt, wir gehen jetzt noch kurz dahin. Und haben jetzt ein paar coole Außenposten. Das ist schon ganz nice. So, das heißt, wir gehen jetzt mal kurz den Stall hier angucken. Ich habe ja gesagt, vielleicht gibt es hier Pferde. Damit meine ich im Übrigen keine Zombies, die können nicht zugeritten werden. Wobei, man hat es noch nicht ausprobiert. Ja, ja, bitte. So, du musst es schon alleine schaffen, mein Freund, ne? Das ist dir klar. Was ist denn das hier eigentlich? Ah. Sehr schön, das ist ein Aussichtspunkt. Turm, irgendwas. Na dann. Hopp, hopp, hoch da. Double time, mein Freund, double time. Richtig schön schnell hoch hier. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. I'm there. Gonna take a look around. Was haben wir denn da hinten? Das ist noch eine Scheune, wie es aussieht. Ein Lagerhaus, das bist du. Ein Feld, okay. Vielleicht können wir es bestellen. There we go. Ein Fahrzeug. Noch ein Feld. Spotted a weird one. Ja, a weird one. Schön, Kreischer. Got a horde on the move. Und da unten sind jede Menge Zombies sonst so. Aber es sieht eigentlich momentan ganz okay aus. Hab ich sonst irgendwas? Ah, da hinten ist noch was. Daumen langsam. Guess that's all there is to see. Aufgabe des Tages kategorisiert. Aufklärung abgeschlossen. Fein, fein. Hört sich nach einem erfolgreichen Tag soweit an. Zack. Okay, mal ganz kurz gucken. Dann würde ich sagen, bewege ich mich mal... Da hinten hin wäre das Baumaterial. Und ich brauche eine Karre. Karren sind auf der anderen Seite. Natürlich wieder unseren tollen Hillbilly-Truck. Nee, nee, nee. Das da. Das da will ich haben. Ganz schön viele Zombies unterwegs hier. Achso, rechts. Someone is broadcasting something. Es ist sehr genau die Angabe. Echt jetzt? Au. What do you suppose that was about?
Naja, die Wahrheit halt. Es gibt so viel zu tun in diesem Land, das ist unglaublich. Und alles hängt irgendwie zusammen. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Das macht das Ganze sehr immersive. Das Lieblingswort von mir ist das nicht unbedingt, nee. Und viele, viele Autos. Speed Zone, Speed Limit, 30. How about though? Die Armee hat auf jeden Fall eine dicke, fette Dreck am Stecken. Aber wir haben ja jetzt schon ein bisschen außenpostentechnisch was gemacht. Und nein, wir sind keine Hillbillies. Wir sind gut organisiert. Und werden jetzt erstmal ein paar Zombies aus dem Weg ratzeln. Zack. Bremsen. Zurück. Kommt. Schön, meine, schön eine Reihe. Jetzt zwei noch. Voll die Horde, ne? Zwei Stück. Ist das ein Pizza-Auto oder ein Taxi? Oder was ist das da? Das sieht fast aus wie ein Polizeiauto. So, jetzt ist es weg. Wir wollen eh dahin. So, hier ist eventuell Material. Gut, hab ich schon gehört, das ist super. Komm. So, gucken wir mal, dass wir hier die Mülltonne mitnehmen, was das da war. Und alles, was noch so im Weg ist, direkt schon wegnehmen. Ich hab keinen Bock auf mit Hammer kämpfen. Vor allem sind jetzt 4 oder 5 Stück drin. Na, Jungs? So. Das war definitiv eine Mülltonne. Da gehört der Zombie auch hin. Da ist noch 2 Stück. Nämlich der hier. Oh oh. Noch eine Horde. Ist doch noch einer da. Na komm jetzt hier. Du bist eine Horde. Du bist nur eine kleine Horde, Mann. Grab your sword and fight the horde. Hab ich auch noch nicht gesagt. Bis jetzt. Lass raus da. Ein paar Firecracker habe ich ja noch. Tür zu. Tür zu. Deckung gehen. Und wir müssen Glück. Gehen wir erstmal gucken. Leider kann man jetzt hier keinen Outpost mehr machen. Man kann also nur 3 oder 4 Stück bauen. Stehen beim Auto und unterhalten sich. Auch okay, sie unterhalten sich gerade darüber. Und welches Gehirn hast du letztens gegessen? Ah, das von Soldaten. Das hat besonders hässlich geschmeckt. Damit. Ja, das bin ich ein bisschen überlastet mit der Bratpfanne. Den Molly nehme ich noch mit. Ja, ist mir schon klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du beginnst. Ich hoffe, dass sie es überleben, wo auch immer sie jetzt sind. Ich habe ja mehrere losgeschickt letztens. Hier ist nichts. I'm not alone in here. Hey, come here. Ah, sehr gut. Schnell mal durchwühlen. Ressourcen. 3 Fragezeichen. Das heißt nicht, dass 3 Sachen jetzt drin sind. Oben links. Sondern, dass allgemein was drin ist. Ich glaube, ja, ist angeblich noch irgendwas drin. Übrigens, da draußen ist ganz schön was los. Ich glaube, die mögen mein Auto nicht. Und da ist Akku. Warum ist ein Akku? Das sieht mich doch gar nicht. Ah, hier ist noch was. Ich würde gerne die Kamera mal ein bisschen drehen. Ja. Let me see if I can make this place safer first. Ja, es ist Hollywaldfähr. Ist das ein größerer? Ja, den habe ich schon. Verdammt, das dämpft das Schussgeräusch keine richtige professionelle Qualität, aber 50 Schüsse müssten mindestens aushalten. Wo gehobelt wird, da Falschspäne. Sehr geil. Ja, dann tun wir wieder weg. Moment, das wäre dann. Ja, zurücklegen kann ich so jetzt nicht. Den Böller kann ich noch mitnehmen. Zerstören kann ich halt noch. Ja, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir haben ja nichts gefunden, womit wir bauen können. Und wir gucken mal, dass wir jetzt gleich mal hier draußen irgendwie. Genau. Schnell, 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 lauf, 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 rein da. Und weg hier. Go, 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 go.
Internet. Und jetzt habe ich das geschafft. Wenn ich es drauf anlege, dann klappt es nicht. Oh, jetzt hat es geklappt. Okay. Ich glaube, ich habe mindestens 200 gefühlte Zombies gerade an meinem Arsch gehabt. Und ich muss immer noch gucken. Das sieht aber sehr nach Baumaterial hier aus, tatsächlich. Mal gucken. Ja, das sieht sehr gut aus. So, würden die Bauarbeiter-Zombies bitte mal kurz rauskommen? Ich möchte mit ihnen mal darüber reden, wie man richtig Häuser baut. Also, das da ist schon mal schräg. Und die Farbe gefällt mir auch nicht. Jetzt ist sie rot, schon viel besser. Also, auch du, ne? Hörst du Maler-Team? Mach mal ein bisschen bunt. Mann, sprich dich richtig aus hier. Sehr schön. Also, wir haben auf jeden Fall einen Läufer, den ich nicht retten muss. Das ist schon mal ganz gut. Irgendwie fehlt mir eine Tür im Auto. Ah, das letzte Mal so platt, komm. Na komm. So. Und hier ist Baumaterial. Definitiv. Ach, noch ein Bauarbeiter. Das ist schön, jetzt ist Agro. Und. Zack. Ah, da ist noch einer. Kämpfen, die nächste Stufe. Zack. Haben wir jetzt alle? Kraftpaket. Ja. Yeah. Kein Wunder, wenn ich die ganze Zeit mit einem Vorschlaghammer durch die Gegend laufe und irgendwelche Zombies davon überzeuge, dass sie weniger Denkarbeit machen müssten. Yep. I found some supplies. Let's go. Send runners for pickup. I'll get people moving. Kann ich eigentlich noch einen? Ich würde mich gerne noch einen rufen. Nee. Passt. Aber ich bleib mal hier, bis der eine Läufer da ist. Das ist nämlich gar nicht mehr so weit weg. Und dann kann ich den nicht zurücklaufen lassen. Wobei, ich kann eins ja mitnehmen. Stimmt ja. Da war ja was. Ich kann ja mitnehmen. Ich vergesse das immer. Das Ding nehme ich mich mit. Sit tight. Zack. I'm bringing this stuff home. Und dann können wir ein bisschen was basteln. Aber erstmal machen wir den Zombie weg. Dumm ist es natürlich auch, dass hier gerade eine Horde wiederkommt. Nein, in eine Richtung. Das hier. Da. Deswegen müssen wir gucken, dass mein Läufer hier nicht in Schwierigkeiten gerät. Aber das soll er mal schnell selber probieren. So, ich glaube, die Richtung ist so halbwegs richtig. Durch die Bäume. Nein, links, rechts, geradeaus. Da ist die Straße. Und ein Zombie. Und, ach, da sind wir schon. Sehr schön. How's it going? Lots of zombies, right behind. Wirklich? Wo? Und ich laufe jetzt raus. Ja, ich komm schon. So, jetzt viel Spaß mit dir. Ich lauf so nach Hause. Das geht doch gut. Das macht mir Mut. Ich habe ja die Sniper da oben sitzen hier. Verteidigungsanlage ist auch was Tolles. Hervorragend. Baumaterial angekommen. Das gibt gleich nochmal einen guten Boost an Moral und natürlich die Möglichkeit, wieder was zu basteln. Zum Beispiel, ich kann gerne durchkommen. Dankeschön. So, you were up on Mount Tanner the day you found us. Ja, ich glaube schon. My dad was up there that day. You know, my dad who's been missing ever since. Ja, wahrscheinlich haben ihn Zombies gefressen. Yeah, I guess it's time. Dad, he didn't make it, Lily. I'm sorry. Was soll vorkommen in der Zombie-Apokalypse? I mean, I kind of already knew, but it's good to hear it out loud. Ja, ich bin überlastet. Natürlich bin ich überlastet. Ich habe hier Material dabei. There you go. Don't say I never gave you nothing. Nice. Oh, you know, stuff. Stuff? Zeug? So, lass mal gucken hier. Was können wir jetzt basteln? Also wir haben auf jeden Fall jetzt jede Menge Zeug. Man sieht ja, also 16 von 50, minus 12 wird täglich weggenommen. Offenbar sind alle Läden geschlossen. Wir müssen Befestigungen bauen, um noch so allerlei überlebensnotwendiges Gedöns. Ja, lass mal gucken, was wir bauen können. Also, du suchst mir mal weiter brav nach, vor allem nach Essen jetzt erstmal. Kochen können wir erstmal nichts. Die sind alle okay. Haben wir auch soweit. Okay. Steigere die Ausdauer. Es sind Betten für alle erforderlich. Bietet 8 Betten. Tiefer Nachtschlaf. Steigere die Ausdauer. Keine Aktion verfügbar. Da brauchen wir auf jeden Fall alles im Pappsatt. Das ist gut. Nicht genügend Material. Wir brauchen 25 Material. Das heißt, ein Material wird noch geholt. Es waren 16 vor und dann könnte ich das wahrscheinlich ausbauen. Dann haben wir mehr Betten.
Ich glaube, wir haben momentan aber auch genug Betten. Also momentan sieht es ganz gut aus. Upsa. Nee, ich wollte es gar nicht zumachen. Ich wollte auch kein Morphin. Oh, verdammt nochmal. Falsche Tasten. Unglaublich. Verschwendung. Ich wollte das hier nochmal angucken. Aber ich glaube... Ah, jetzt. Yes. So. Genau. Nicht genügend Munition. Wir können den Sicherheitsbereich in unserer Unterkunft durch Scharfschützen erweitern. Oder wir könnten etwas herstellen, was ein bisschen stabiler ist. Werkstatt erforderlich. Ja, das ist cool. Und mit einer richtigen Werkstatt können wir Autos reparieren. Ja, das ist, ich finde so viele Autos, das ist nicht wirklich wichtig. Und hier können wir verbessern, Vitalität erhöht die tägliche Chance auf Erholung von Verletzungen und Krankheiten. Also Baumaterial ist wirklich wichtig. Und ich hoffe, dass der Scout demnächst vorbeikommt. Was die Munition angeht, eigentlich müsste genügend da sein. Also ich habe schon eine Menge reingebastelt. Bin im Übrigen noch immer noch überlastet, wie ich gerade sehe. Das ist kein Wunder. Also das Gewehr brauche ich wirklich nicht. Hier, komm, Vorrat. Zack. Dazu gehört, das ist meine, wie viele? Das ist die 9mm und das hier ist die 44er. Das heißt, das kann man auch bunkern. So, jetzt haben wir jede Menge Einfluss wieder. Seht ihr, Waffen bis zum geht nicht mehr. Das ist richtig cool hier. Kaffee. Lecker, lecker, lecker. Und jede Menge Snacks. Erhöht deine Ausdauer vorübergehend, indem du das isst. Boah, die Böller sind ganz praktisch. Nehmen wir mal den Rest hier mit. Wenn ich sie nicht gerade esse oder so versehentlich. Moralproblem Zorn. Ja, das ist die Sache. Gehe seltsam Übertragung auf den Grund. So, es hat at home. Jemand braucht eine Ansprache. Dann gehen wir mal dahin. Ansprache. Was ist denn los, Großer? Noch einer? Oh, okay. Der Sniper hat ihn erwischt. Zombies in the Perimeter. Ah, das war der für Essen, okay. So, wer braucht denn eine Ansprache? Brauchst du eine Ansprache? What's up? Nein. Bye. Okay, es ist einfach nur eine Ansprache im Sinne von... Jemand braucht eine Ansprache. Also wenn das wäre dann im Prinzip... What's up? Bye. What's the sitch? What's the sitch? Ach, Situation. Geh mal ein Stück. Like you need to blow off a little steam. Na komm. Sounds good. Zombies up ahead. Ja. So, da ist der nächste. Das ist mit dem Baumaterial. Bevor wir jetzt gleich abhauen, bauen wir noch mal ganz kurz was. Und dann kommen wir gleich.